Herzlich willkommen zu einem Video von kreativekiste.de. Das CoolMail QM3G habe ich euch ja schon vorgestellt. Jetzt habe ich es tatsächlich an meine Fischertechnik-Stanze auch angeschlossen. Leider sieht man von dem All-in-One-Gerät natürlich nicht viel, weil die gesamte SPS natürlich auf der Rückseite vom Gerät zu finden ist. Ich möchte es trotzdem kurz mit euch anschauen, zuerst die Funktion und danach die Programmierung in Mailsoft und MU. Es gibt hier also so ein zu stanzendes Teil. Das Stanzteil fährt dann also nach vorne, wird von der Lichtschranke erkannt, kurze Wartezeit, dann die Stanzzeit, die eingestellt ist, Stanze fährt hoch, kurze Wartezeit und dann führt es zu stanzende Teil wieder zurück. Und jetzt sieht man hier, wenn jetzt irgendein Bediener das hier rausnimmt, dann könnte passieren, dass die Lichtschranke das falsch erkennt. Deswegen ist hier eine Pausezeit von 3 Sekunden drin. Wenn ich das Teil jetzt also rausnehme und nach 3000 Millisekunden, dann kann ich jetzt also wieder ein Bauteil reinstellen. Das Ganze beginnt von vorne. Es gibt mehrere Einstellmöglichkeiten. Zum einen natürlich die Stanzzeit. Die kann ich natürlich verändern. Und dann kann ich das Magazin verändern. Also bedeutet, nach wie viel gestanzten Teilen soll hier rot werden. Jetzt habe ich hier 13 angegeben, habe erst 11. Wenn ich das jetzt mal auf 9 ändere, dann sieht man jetzt hier, dass das rot wird, dass der Start rot wird. Das heißt, ich kann jetzt hier nichts mehr machen, auch wenn das jetzt erkannt wird. Ich muss also jetzt erst sagen, ich resette. Dann sieht man, es sind die gestanzten Teile eben auf 0. Und jetzt kann ich eben wieder starten. Dann sieht man, das Stopp ist auf grün. Das ist hier noch ein externer Schalter. Das habe ich wie so eine Art Notaus eingebaut. Und der ist so, dass er auch das Startsignal wegnimmt. Bedeutet also, ich muss nach jedem Notaus, muss ich auf jeden Fall wieder die Anlage neu starten. Und jetzt kann ich das Ganze also wieder machen. Vielleicht nebenher, wir sehen hier das Run, das heißt das Gerät ist in Betrieb, den Com, das bedeutet, ich habe es gerade PC angeschlossen, dass wir es nachher das live anschauen können und natürlich das HMI hat Spannung. Wir sehen jetzt also wirklich, das HMI ist wirklich sehr, sehr scharf, obwohl es noch nicht mal die HD-Version ist. Und durch die vielen Adressen kann ich jetzt natürlich auch ganz viele hier abfragen, ohne viel Aufwand. Wir sehen hier drei weitere Zahlen, das ist nämlich einmal die Presszeit, die sehen wir jetzt hier, die Presszeit. Dann die Pausezeit und dann noch die zweite Pausezeit, die eben abgewartet wird. Und dann noch beim Rausnehmen eben dann die Wartezeit, bis wieder ein neues Teil eingelegt werden kann. Zum HMI muss man wirklich sagen, das ist klasse. Also auch hier muss man sagen, diese ganzen Menüs hier, alle Zahleneingaben und so, das ist alles schon vorhanden. Das heißt, da muss ich mich nicht drum kümmern. Das sind nur Buttons. Das funktioniert wirklich ideal. Also super zu bedienen, man sieht auch immer gleich den Min- und den Max-Wert und auch die Oberfläche von dem Touch hier. Ich meine, das war ja wie schon bei dem anderen, beim TK6070, da kenne ich das ja schon her. Das ist perfekt, er zieht oder beschwert sich, weil ich die Max-Zahl überschritten hat. Das heißt, ich muss da eine kleinere Zahl eingeben und dann kann ich sie wieder bestätigen. Ihr seht es wirklich, das ist eine super Grafik und in echt sieht es tatsächlich noch ein bisschen besser aus. Aber jetzt schauen wir uns mal die Software dazu an. Ihr seht also hier das gesamte Programm von der Stanze. Das letzte Mal habe ich es ja so gemacht. Und diesmal habe ich mir gedacht, mache ich es eben in verschiedenen Reihen. Einfach um das mal zu zeigen, wie es auch möglich ist. Beginnen wir mal ganz oben. Das erste ist der M10. Der sagt nur, mein Gerät hat jetzt Spannung. Hier könnte man auch sagen, noch eine externe Freigabe, damit die Lampen Spannung haben und so eine Art Zentral-Ein-Aus. Dann habe ich einmal hier das Förderband und die Stanze. Das sind nur zwei Merker, weil ich ja auf dem HMI, schauen wir uns nachher an, jeweils nur eine Lampe für das Förderband habe, für den Betrieb. Und wenn Y5 vorwärts, Y6 rückwärts, dann muss natürlich jedes Mal der Merker an sein, damit es auf dem HMI auch zu sehen ist. Dann habe ich diesmal auch die Mailsoft-eigenen RS-Funktionen verwendet. Habe ich diesmal nicht meine eigenen genommen. Das hat einfach den Grund, man sieht, ich habe das EN, also die Freigabe hier, über den M10 gemacht. Das wäre jetzt eben der Zentral-Ein-Aus, der hier einfach eingeschaltet ist. Okay, schauen wir uns an, was passiert. Ich habe es jemals hier vorne auch reingeschrieben. Das ist jetzt der Start und der Stopp. Wir sehen hier M0 bzw. nicht M15, kann hier das Gerät ein- und ausschalten. Und über M16, M1 und X0 kann jeweils der Reset der Stanze
gemacht werden. Das ist ein RS-Relais, das heißt, das R ist immer dominant. Bedeutet, wenn einer von diesen drei Kontakten geschlossen hat, dann ist unerheblich, was beim S-Eingang ist. Der Q1 ist aus. Danach beginne ich jetzt mit dem Band vor und hier ganz einfach der Reset über X6 bzw. M100, dann eben Störung bzw. Not aus. Und der Reset kommt über X6, das ist einfach nur die Lichtschranke. Jetzt kommt das Stanzen 1, da kommt zuerst eine feste Wartezeit von 1700 Millisekunden und geht dann über einen Trigger auf meine Stanze. Mit Y7 fahre ich die Stanze dann runter. M11 hier auch wieder nur den Merker, der dann aber eben meine zweite Stanzzeit freigibt. Die zweite Stanzzeit ist also das tatsächliche Stanzen. Ich habe das Stanzen 2 genannt. Hier sieht man jetzt auch die Stanzzeit. Die wird eben vom HMI bestimmt und wird über Out 2 ausgegeben. Sieht man dann am HMI. Und wieder über einen Trigger wird dann Y10 geschaltet und der Reset kommt dann über X10. Dann geht das Band zurück. Bevor das Band aber zurückläuft, eben nochmal eine Wartezeit von 1700 Millisekunden. Und wir genau das gleiche über den Trigger geht es dann eben weiter. Und wir sehen jetzt hier schon, wie ich es diesmal gelöst habe. Ich sage also jedes Mal erst, wenn diese Funktion hier in Betrieb war, erst dann kann die nächste Funktion in Betrieb gehen. Ist ja ganz klassisch. Erst wenn die vorhergegangene Aktion abgeschlossen ist, erst dann darf natürlich die nächste Aktion stattfinden. Oder auch wenn jetzt jemand hier aus Versehen in den Lichtschrank oder so reinlangt, dann darf das ja nicht einfach losmarschieren, sondern wirklich erst wenn diese Aktion hier war, wenn das ausgeführt ist, erst dann darf ja das nächste kommen. Habe ich jetzt diesmal über Merker gelöst. Dann geht also das Band wieder zurück. Und jetzt habe ich hier eine Set-Funktion verwendet. Ihr seht es hier, mache ich den Reset wieder. Das ist mein M14 und der M14, das sieht man hier, das ist das Entnehmen. Da arbeite ich jetzt hier das Entnehmen über eine steigende und fallende Flanke. Einmal die steigende Flanke hier unten, das M14. Hier zähle ich dann jeweils. Und die fallende Flanke und M14 aktiv. Dadurch weiß ich, dass ich jetzt eben beim Entnehmen bin und nicht beim Beladen. Und dann jetzt hier eben die Wartezeit von 3 Sekunden. Über einen Trigger resette ich mein M14 und damit ist der Prozess dann eben auch abgeschlossen. Jetzt schauen wir uns ganz noch in MView an. Also in MView, ich kann es nur echt nochmal sagen, das ist also wirklich eine so einfache Software, dass es tatsächlich richtig Spaß macht, damit zu arbeiten. Sämtliche Variablen, die ich hier von grün auf rot umschalte, um eben den Zustand anzuzeigen, nehme ich lediglich X6, das ist also hier mein Eingang, oder natürlich irgendwelche Merker, wie hier der M8. Die muss ich alle aber nicht eingeben. Und dann jeweils hier für die Zeit habe ich den Timer genommen, eben das TN2 in diesem Fall. Und diese Variablen muss ich im Grunde ja auch nicht extra anlegen, denn die brauche ich ja in Mailsoft sowieso. Ich muss bloß darauf achten, dass ich hier die richtige Ziffer drin habe, dass ich da die richtige Variable nehme, aber die gibt es ja auch schon. Und alles, was in einer globalen Variable steht, das habe ich dann eben auch in MU zur Verfügung. Das Bild hier ist lediglich komplett eingefügt und für Start und Stopp habe ich jeweils einen Button genommen und auch hier habe ich jeweils den Merker, den ich hier verwendet habe, muss ich nicht extra eintragen. Diese Farbe hier ist jeweils einfach auch nur eine Bitlamp, wo ich einen Merker oder Ein- oder Ausgang verwende. Das sind jeweils Textfelder. Diese Felder hier sind eigentlich nur Numeric Display, also eine Anzeige oder eben ein Numeric Entry, wo ich dann eben mehr Optionen habe. Hier sieht man auch den Maxwert von 200. Wenn ich jeweils irgendwann die Variable nicht weiß, kann ich da draufklicken. Dann sehe ich hier alle meine möglichen Variablen, Eingänge, Ausgänge und so weiter. Dann kann ich sagen, ich möchte eben einen Counter haben, klicke da drauf und dann sehe ich hier alle Counter. Ich muss also hier nur nicht mal irgendwie meine Bezeichnungen oder so auswendig wissen. Die werden vorgegeben. Zum QM3G kann man eigentlich gar nicht so viel sagen, weil es ja genau das gleiche wie das L02 ist. Nur damit eben hier das HMI und die SPS in einem Gerät zusammengefasst ist. Ich denke, ich werde so ein All-in-One-Gerät öfters mal verwenden. Einfach weil in ganz vielen Anlagen die Leistungselektronik eh dann FU sind oder irgendwas anderes. Und deswegen braucht man oft keine riesen Schaltschränke, sondern hauptsächlich eben HMI und SPS. Und dann kann man sich das durchaus überlegen, ob man das nicht komplett als ein Gerät nimmt. So, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ich konnte euch das QM3G etwas vorstellen.